hey, ich bin's, Blippi. Seht doch mal, was wir hier haben. Wow, das ist eine Waage. Ja, man stellt etwas auf diese Seite und etwas anderes auf die andere. Oder auch viele Sachen. Und die Richtung, in die sie kippt, zeigt uns, was schwerer ist und was leichter ist. Okay, lasst uns ein leichtes Beispiel ausprobieren. Ich nehme die hier ab. Was denkt ihr, ist schwerer? Und was denkt ihr, ist leichter? Eine Feder? Bekitzelt. Oder ein Stein? Ja, ich wette, ja, der Stein wird jetzt hier schwerer sein als die Feder. Bereit? Ja, seht ihr, dass der Stein tiefer liegt? Ja, weil die Seite hier schwerer ist. Okay, ich habe noch eine Idee. Holen wir mal eine Menge an bunten Federn her. Wow! Ja, das sind viele Federn. Wow, und die Federn sind so richtig schön. Damit es gleich ist, müssen wir die Kiste auch auf der anderen Seite drauflegen. Okay, nun mal sehen, ob die ganzen Federn hier mehr oder weniger wiegen als der Stein. Bereit? Wow, der einzelne Stein ist schwerer als all die ganzen Federn. Wow, das ist so cool. Okay, ich lege den Stein darüber und das kommt wieder da drauf. Wow, wir müssen ordentlich und organisiert bleiben, weil wir all die Sachen hier wiegen wollen. Okay, alles klar. Hey, seht euch das an. Wisst ihr denn, was das für Früchte sind? Ja, das hier ist ein Apfel und das hier ist eine Orange. Lecker! Ich liebe Obst und ich liebe Gemüse. Okay, mal sehen. Ha, die wiegen ungefähr gleich viel. Also frage ich mich, was davon schwerer und was davon leichter sein wird. Bereit? 3, 2, 1. Wow, seht ihr das? Ja, der Apfel ist schwerer. Wow. Und er ist größer. Aber das wird nicht immer der Fall sein. Wisst ihr noch? Ja, die Federn waren so groß. Und der Stein war so klein. Aber die Federn, ja, waren leichter als der Stein. Also geht es um die Dichte. Ja, mal sehen. Seht euch das an. Wow, das sind Würfel. Und die sind eigentlich ziemlich, wow, leicht. Wow, seht, die Waage hat sich bei einem Würfel kaum bewegt. Okay, machen wir das so. Okay, hier sind 4 auf der Seite, obwohl lieber nur 3. Okay, und die gleichen Würfel auf der Seite, und zwar 5. Was denkt ihr, wird schwerer sein? Ja, ganz recht. 5 Würfel derselben Größe und desselben Gewichts sind schwerer als 3 Würfel mit selber Größe und Gewicht. Wow. Okay, na gut. Lasst uns wieder Sachen wiegen. Okay. Die Steine hier drauf. Dann sammeln wir alle Federn ein und wir müssen jetzt alles aufräumen, ja? Perfekt. Die kommen darüber. Oh, die sind so süß und wirklich hübsch. Okay, na gut. Jetzt nehmen wir uns die Dinosaurier. Wow. Wir haben einen T-Rex. Wow. Okay, du kannst da drüben stehen. Wie wär's denn mit einem Nickerchen? Genau so. Und hier haben wir ein Triceratops. Wow. Okay, mal sehen, wer davon mehr wiegen wird. Das Gewicht der echten Dinos kenne ich natürlich nicht, nur das der Spielzeuge. Ja, der T-Rex ist schwerer als der Triceratops. Aber was ist, wenn wir einen Brontosaurus dazu nehmen? Okay, seid ihr bereit? Die sind definitiv schwerer. Okay, wir stellen sie beiseite. Okay, jetzt kommt ein Experiment. Okay, wir haben Reis und wir haben Wasser.
Gut, füllen wir die gleiche Menge Reis in den Ballon im Vergleich zum Wasser. Genau die gleiche Menge. Sagen wir eine Vierteltasse voll. Und dann können wir sehen, was davon schwerer ist. Das heißt, was eine größere Dichte hat. Denn das wird jetzt gleich ungefähr... Nein, das wird ganz genau gleich groß sein. Ja, denn eine Vierteltasse voll ist ja ein Volumen. Perfekt, okay. Also manchmal kann das so verwirrend sein. Okay, eine Vierteltasse voll. Wir machen das Ganze richtig schön flach. Perfekt. Okay, oh, das muss ich mal abstellen. Ich muss erst den Ballon vorbereiten. Perfekt. Genau so. Wir benutzen den Trichter, sonst wird's eine riesige Sauerei. Okay, los geht's. Eine Vierteltasse. Und zubinden. Okay, jetzt kommt das Wasser. Okay, und jetzt brauchen wir eine Vierteltasse mit Wasser. Wow, nichts verschütten. Bereit? Ah, perfekt. Okay, alles schön organisiert. Immer sauber machen. Okay, und jetzt zubinden. Okay, wir haben dasselbe Volumen abgefüllt. Eine Vierteltasse mit Reis und eine Vierteltasse mit Wasser. Und jetzt kommt der lustige Teil. Wir legen sie auf die Waage, um herauszufinden, was davon dichter ist. Was ist wohl schwerer? Bereit? Ja, der blaue war Reis. Wow, Reis ist wohl dichter als Wasser. Wow, wupp, 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 ping. Hey, wisst ihr, was noch richtig schwer ist? Ja, Baustellenfahrzeuge sind richtig schwer. Ja, wie dieser Bagger hier oder dieser Frontlader. Wow, dieser Bagger ist sogar schwerer als dieser Frontlader hier drüben. Wow, hey, ich habe eine Idee. Da wir von Gewicht reden und Maschinen sind richtig, richtig, richtig schwer, fällt mir gerade eine Maschine ein, die wirklich schwer ist, tief am Boden fährt und dabei alles aus dem Weg räumen kann. Wisst ihr, welche Maschine ich meine? Ja, seht euch mal die große Schaufel da vorne an. Ja, das ist ein Bulldozer. Hey, ich glaube, wir sollten uns jetzt das Bulldozer-Video ansehen. Ja! Bulldozer säubert das Land. Bulldozer schiebt den Schutt und den Sand. Bulldozer bauen Straße und Weg. Gleich geht's los, drum geht aus dem Weg. Was ein gelbes Kraftpaket. Das in den Minen und Fabriken schafft. Verschiebt, was ihm im Wege steht. Bulldozers machen alles platt. Bulldozers helfen auf dem Feld. Sie brechen Felsen auf und graben Erde um. Mit ner Schaufel vorn dran und ner Kralle, die hält. Und planieren alles rund ums Haus herum. Wow, wow, die Raupe, die rollt. Sie können sich fast überall bewegen, können graben, schieben und was heben. Bulldozer säubert das Land. Bulldozer schiebt den Schutt und den Sand. Bulldozer bauen Straße und Weg. Gleich geht's los, drum geh aus dem Weg. Bulldozer säubert das Land. Bulldozer schiebt den Schutt und den Sand. Bulldozer bauen Straße und Weg. Gleich geht's los, drum geh aus dem Weg.
Roll, roll, los, Bulldozer. Geh besser aus dem Weg, hier kommt der Bulldozer. Was ein gelbes Kraftpaket. Roll, roll, meh, Bulldozer. Geh besser aus dem Weg, hier kommt der Bulldozer. Was ein gelbes Kraftpaket. Wiem, wiem. Haha, wupp. Und die Klötze da rein. Ja, genau. Auf die andere Seite. Boom und raus. Alles klar. Noch zwei hier drüben auf die Seite. Mal sehen. Vielleicht ist es mit dem Stein schwer genug. Wow, das war auf jeden Fall schwer genug. Wow, es hat so viel Spaß gemacht, mit euch was über Gewicht zu lernen. Und über Bulldozer. Wow, diese Maschinen sind so schwer. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber wenn ihr noch mehr meiner Videos sehen wollt, müsst ihr nur meinen Namen eingeben. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Bereit? B-L-I-P-P-I. Blippi! Gut gemacht! Okay, wir sehen uns! Bis bald! Okay, ich werde jetzt mal aufräumen. Hey, du bist bestimmt der Handwerker. Ja, mein Name ist Blippi. Und wie heißt du? Und mein Name ist Didi. Komm doch mit rein. Ja, los, kommt! Wow, also das ist Didis Zuhause. Und heute werden ihr und ich hier etwas reparieren. Ich habe meinen Werkzeuggürtel und sogar meinen Werkzeugkasten. Okay, also es gibt drei Dinge, die wir heute reparieren. Das erste ist die Spüle. Ja, die Spüle ist kaputt. Sowas. Wir richten das. Die zweite Sache ist, wir reparieren Didis Auto. Und unser drittes Ding ist, wir reparieren Didis Fitnessgerät. Alles klar. Wir starten mit der Spüle. Okay, da sie nicht richtig funktioniert, sehen wir hier unten nach. Okay, das machen wir auf. Gehen runter. Okay, als erstes müssen wir das hier ausräumen. Okay, wir haben den gelben Reiniger, den stellen wir mal hier rüber. Und den roten Reiniger, okay. Violetten Reiniger, wow. Und dann grünen, okay. Blauen und orangen, meine zwei Lieblingsfarben. Wieso ist das da unten? Wieso hat Didi hier unten Dinosaurier? Und eine, Feuerwehr? Wow, Didi ist cool. Und dann, seht, hey, da bin sogar ich. Didi. Hallo. Und dann, eine Raupe. Wow, so farbenfroh. Na gut. Wow, cool. Seht euch das an. Das sind die ganzen Schläuche für die Spüle. Okay, also, dann werden wir das reparieren. Wir nehmen den Hammer. Anscheinend ist alles gut. Ja, komisch. Okay, Moment, ich habe eine Idee. Wir nehmen unsere Zange. Ja, und wir drehen hier dran. Okay, ich glaube, die Zange hat geholfen. Na dann, testen wir es. Okay, hier ist der Moment der Wahrheit. Yeah, es geht wieder. Gut gemacht. Wow, wow, wow. Wow, das macht mir Spaß. Okay, Schluss mit dem Quatsch. Nun reparieren wir noch mehr für Didi. Oh, sowas. Ja, Didis Auto ist kaputt. Wollen wir es zusammen reparieren? Ja, super. Wir nehmen unser Werkzeug und dann öffnen wir zuerst mal die Motorhaube. Okay, schon offen. Wow, seht mal das. Das ist ein schmutziger Motor. Wir sind aber nicht hier, um den Motor zu säubern, sondern um ihn fit zu machen. Okay, dann stelle ich das Werkzeug mal hier ab. Und zuerst nehmen wir mal unseren Hammer
und überprüfen, ob die Zündkerzen auch richtig sitzen. Okay. Und als nächstes, okay, nehmen wir den Schraubenzieher für den Luftfilter dort hinten. Ja, der ist aber auch in Ordnung. Okay, wo liegt das Problem? Puh, ich habe eine Idee. Ja, das Öl. Okay, wir checken das Öl. Manchmal fahren Autos nicht, wenn nicht genug Öl in den Motor eingefüllt wurde. Also, wie sieht es aus? Ja, sieht nach wenig aus. Dann werden wir noch etwas Öl einfüllen. Alles klar, ich habe noch Öl im Auto. Hey, perfekt. Da ist Öl in dieser weißen Flasche. Also öffnen wir den Motoröldeckel hier. Und dann... seht euch das an. Perfekt. Oh, meine Hände sind schmutzig, weil auch der Motor schmutzig ist. Okay, seid ihr bereit? Oh yeah. Guckt, wir befüllen nun das Auto mit Öl. Wow. Okay, das reicht. Jetzt ist es voll. Ich mache den Deckel wieder drauf. So. Okay. Oh, jetzt geht's. Und dann verschließen wir das Öl wieder und stellen es auf den Boden. Und nun eine letzte Sache. Seifenblasen für gute Fahrt. Okay. Oh. Super. Seifenblasen sind richtig magisch. Und sie bringen uns Glück. Also, dann schließen wir die Haube. Und werden sehen, ob das Auto jetzt fährt. Okay. Moment der Wahrheit. 1, 2, 3. Yeah! Gut gemacht! Das Auto fährt wieder. Okay, also, die Spüle ist fertig. Sie war dankbar. Und jetzt auch noch das Auto. Es wird sie so glücklich machen. Und jetzt ist noch das Fitnessgerät zu reparieren. Wow! Dies ist das Fitnessstudio, wo wir für Didi eines der Fitnessgeräte reparieren sollen. Ich liebe Fitnessstudios. Denn hier kann man Gewichte stemmen. Yeah! Und die Muskeln aufbauen. Und das, ja... Macht deinen Körper richtig stark! Yeah! Das macht so viel Spaß! Was ist das? Sieht so aus, als sei das das Gerät, das wir reparieren sollen. Wow. Okay, stellen wir das hier unten ab. Und nehmen unseren Hammer. Ja, das... Perfekt! Yeah! Super! Und für da unten nehmen wir unsere Zange. Okay, da haben wir es. Gut gemacht. Perfekt. Das sieht schon viel besser aus. Das kommt zurück. Und wir nehmen den Schraubenzieher und sehen uns das da unten mal an. Das ist es. Das muss doch hier rein. Perfekt. Die Inspektion läuft ziemlich gut. Und es sieht alles soweit normal aus. Jetzt nehmen wir den Schraubenschlüssel und... Yeah, wir haben's. Cool. Super. Okay. Es ist repariert. Für Didi. Gut gemacht. Wir sollten es testen. Okay. Yeah! Es geht richtig gut. Yeah! Ich liebe Training und Fitnessstudios. Man bleibt dadurch richtig fit. Und dann hat man ein schönes, glückliches, langes Leben.
Wow, es hat Spaß gemacht, mit euch all das zu reparieren. Lasst uns mal zusammenfassen, was wir gemacht haben. Das erste war, wir reparierten Didis Spiele. Das zweite war dann, wir reparierten Didis Auto. Und das dritte war, wir reparierten Didis Fitnessgerät. Gut gemacht. Und hey, viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Wisst ihr, wie man das buchstabiert? Ja, wir machen es zusammen. Bereit? B-L-I, P-P-I, Blippi. Gut gemacht. Bis demnächst. Bye-bye. Bloß kommt alle her, lernen ist nicht schwer. Ja, Hit, kommt sie.